die Motten. Ja, und nun, hallo, herzlich willkommen zu Lego Indiana Jones. Das Spiel habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt und jetzt habe ich endlich einen Game Controller und kann das Ganze auch hier spielen. Ja, wir gucken mal, ob ich das jetzt wieder mal hinkriege. Ich liebe ja das Kaputthauen einfach. Kaputthauen, ich mach dich kaputt. Nee. So, es geht darum. Was muss ich eigentlich gerade machen? Ich mache mal erstmal alles kaputt. Ja, Entschuldigung bitte. Wir sind quasi im ersten Film von Indiana Jones. Dem Jäger des verlorenen Schatzes. Und das heißt, ich brauche eine Schaufel. Was für eine Schaufel? Ah, der hat eine Schaufel. Oh nein! Nicht den Indie kaputt machen. Jetzt kann ich hier, nein. Wie mache ich das denn? Welcher Knopf denn? Putteln. Ah, das ist, aha. Okay. Ah, jetzt wieder. Nein, ach so, ich muss ja springen. Okay. Haha. Oh, und dann B, okay. Also Kreis. Yeah. Und hier. Oh, nein. Wie mache ich das denn? Y. Ah, das ist, okay. Oh Gott. Aber da sind ja. Jones, komm schnell! Okay, das hätten wir geschafft. Meine Güte. So, ja. Ich muss jetzt noch die Peitsche. Oh nein, das ist zu weit. So, gut. Mit bloßen Händen. Das wäre ja mies. Das heißt, wir können in die Höhle rein. Aber die Frage, ob das ist der. Guck mal, wie toll ich das hier voll pro. Oh, okay. Oh, das sieht gefährlich aus. Oh, hier sind bestimmt noch mehr Spinnen. Aber jetzt hier? Ah, kann ich. Ah. Okay. Ah, okay. Und dann kann der drüber springen. Oh. Ja. Okay, das soll, ich das da drauf bringen. Skelett. Klüng, klüng, klüng. Und wir sind hier richtig. Das ist ja blöd. Oh. Und jetzt? Toll. Fehlen uns noch was. Ja, ich war einfach zu blöd. Da waren vier dieser Kästen. Und ich habe meinen Computer fünfmal noch neu starten müssen. Weil das Spiel ist irgendwie von Jahrgang 2070, keine Ahnung. Ups, hoppala.
Wie nehme ich das denn nochmal? Ne, ich will das nehmen. Das, ich jetzt nicht mehr mit dem Gamepad spiele. Und jetzt wieder diese Perspektive nicht hinkriege. So, nein, er wollte nämlich nicht mich mit Gamepad spielen lassen. Na gut, dann spielen wir jetzt wieder mit Tastatur. Oh ja! Bundeslade. Ah, ja. Oh nein, sie zeigt nicht den... Marion. So, aber wir wollen ja... Wir brauchen ja das Amulett von ihr eigentlich. Oh, hier brennt was. Ja, okay. Das erklärt's. Hier, jetzt. Oh ja, jetzt kommen die Bösewichte. Hab ich doch. Und dann? Hä? Irgendwie. Aha, ich heb das auf und dann werfe ich. Ist ja auch toll. Guck, ups, der richtigste, der beste Moment, um zu küssen, auf alle Fälle. Oh, verdammt. Nein. Ach, krieg die Motten. Ach, endlich. Nein, nicht das Amulett. Ich hau einfach drauf. So. Puh.
Wir sind Partner. Okay. Die Grafik ist so beschissen, weil ich die Grafik leider ja ummodeln musste. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich hau dich kaputt mit meinem Schraubenzieher. So. Ich brauche hier Marion wieder. So, jetzt kann meine Alte kann nämlich jetzt wiederkommen. Sehr gut. Wie ging das denn? Man kann doch die Alte zum Knutschen heranziehen, aber irgendwie möchte er ja nicht. Jetzt. Ah. Aber sie guckt so unglücklich. Ich meine, wer macht, denkt sich ein Spiel aus? Wo? Ja. Das sich richtet nach Pfeiltasten und du musst aber die ganze Zeit schräg springen. Ich meine, wer kommt auf die Idee? So. Ja, Jones hängt da oben fest. Ja, ich glaube, ich brauche das hier, wa? Uzi, Uzi, weil ja Jones immer noch festhängt. Nein. Kann ich ins Auto fahren? Ja! Ja, also das Spiel ist ein Traum. Ah, ich habe alles gefunden. Oh, ich habe alle Sachen gefunden. Deswegen bin ich ein Abenteurer. Wow. Huch. Sobald halt ein Frauencharakter dabei ist, spiele ich auch einfach besser. Ja, also das war mein kleines Indiana Jones Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich mache jetzt Schluss.